Was geht ab, meine Ring Life Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Freunde, wir reagieren jetzt gemeinsam auf die Top 10 wildesten Muay Thai Knockouts. Let's go! Bin mal gespannt, was uns jetzt hier in dieser Liste erwartet. Wer ist das jetzt? Regian Erzel gegen Jo Natavut. Digga, sorry, dass ich die Namen so vergewaltigt habe, aber ich bin wirklich nicht so. Ich kenne mich mit den Namen von den meisten Muay Thai Fightern leider nicht so aus. Muay Thai aber etwas, was ich sehr feiere. Muss ich ehrlich sagen. Schön mit dem Headkick. Oh, der versucht aufzustehen, schafft es aber nicht. Er ist mit dem rechten Haken reingegangen. So ein bisschen fintiert und direkt hinterher den Headkick durchgezogen. Oh, geil. Das war richtig geil gemacht. Schau mal. Oh, das war so unfassbar gut gemacht. Er nutzt einfach die Bewegung, die er gerade hat mit dem rechten Haken. Er bewegt sich durch, trifft ihn nicht, aber er hat ja schon die Rotation vom Oberkörper und von der Hüfte eingeleitet und zieht halt einfach nur noch das Bein noch hinterher. Boom! Und besser hätte man hier einfach nicht treffen können. Leck mich, war das ein guter Treffer. Wer ist jetzt? KW Farux. Junge, Alter, ich hoffe, keiner von euch kennt die Namen richtig. Cave Fairtex gegen Hiroki Ishii. Die haben so Power in ihren Kicks, ne? Boom! Und wieder! Alter, gute Nacht! Auf die Art und Weise, wie er gerade mit dem Kopf auf den Boden aufgestoßen ist, wisst ihr, dass es vorbei ist. Da geht gar nichts mehr. Wenn einer auf den Boden aufknallt und der Schädel noch 3-4 Mal vom Boden auftatzt wie so ein Basketball, dann ist Feierabend, dann geht nichts mehr. Gebt euch den Headkick mal. Bam! Direkt mit dem Schienbein durch die Tür reingebrettert, ja? Da hat er erstmal noch ein bisschen die Stoppeln an seinem Schienbein gespürt. Mit seiner Nase hat er kurz daran gerochen. Boah, das ist so, das ist wirklich so mit eine der letzten Sachen, die ich jemals gerne hätte. So ein richtig durchtrainierter Muay Thai Fighter, der dir übelst mit seinem Betonschienbein in die Fresse tritt und dir das ganze, die ganze Visage neu richtet. Oder was ist das für ein Name? Vasinchai Somsakor Srang gegen Chalamchai Chor Chachai. Junge. Ich feiere die Jungs, ne? Aber die Namen feiere ich nicht. Was war das gerade? Was war das für ein Ellbogen? Oh, shit, war das dreckig. Also nicht im Sinne von illegal oder so, aber richtig dreckig, weil es so unerwartet kam. Schaut mal, wie er das im Infight nur kurz mit dem Ellbogen reinzieht. Bam, direkt unten an das Kinn und der klappt zusammen. Heftig, einfach nur so hier kurz aus dem Clinch heraus, bam, hier mit dem Ellbogen rein. Junge. Die sind auch so kreativ beim Muay Thai. Das sind komplett andere Waffen, die man da benutzt als beim Boxen oder beim MMA an sich. Die Jungs, die beim Muay Thai sind schon wirklich faszinierend, Mann. Schau mal, hier. Der andere hat mit dem Ellbogen das versucht und er kommt einfach selber und kontert hier direkt durch die Mitte. Puff. Aber krass, dass es ihn wirklich ausgenockt hat. Das sah nicht so aus, als wäre der so Hardcore-Power dahinter gewesen. Oh, jetzt kommt eine Legende. Sanchai gegen Gilas Barache. Also Sanchai ist ja, also den kennt man. Auch ich als jetzt nicht der Hardcore-Muay Thai-Zuschauer kenne den auf jeden Fall. Ist eine absolute Legende. Der Typ weiß gar nicht, wo er gerade ist. Schau mal. Er hat absolut keine Ahnung, wo er gerade ist. Er versucht alles Mögliche, um aufzustehen, aber da geht gar nichts mehr. Boom! Oben an die Schläfe ran. Bah! Und gute Nacht, er klappt einfach zusammen. Ey, das war. Ey, das kam wie so eine Backpfeife einfach. Digga, was für ein geiler Kick ist das?
einfach kurz hochgezogen, wie so eine Backpfeife gibt er ihm. Stellt euch mal vor, stellt euch einfach mal vor, wirklich. Ihr diskutiert gerade mit so einem Typen, ne? Ihr seid auf irgendeinem Asiamarkt, ihr diskutiert, ihr möchtet eine Wassermelone oder sowas kaufen und ihr verhandelt mit dem Typen und dann sagt ihr so, du Penner, gib mir das jetzt für 1 Euro günstiger. Und auf einmal aus nix kommt hier so das Bein und die Wade hoch und auf einmal trifft euch das Schienbein quer über die Fresse. Und das nächste, was ihr wisst, ihr wacht 5 Minuten später wieder auf und ihr habt euch komplett vollgesabbert. Ey, das kam mir so, tack. Und er macht erstmal Pause. So sieht es aus, wenn ich irgendwie auf der Couch sitze, Mann, im Fernsehen schaue. Ja, ich muss mir das nochmal anschauen. Ja, es ist so krass. Erst mit diesem Frontkick ein bisschen Distanz geschaffen und puff. Hey, Junge, was hat der denn mit dem angerichtet? Seine ganze Fresse blutet ja. Hat er ein paar Zähne ausgekickt oder was? Ja, ich glaube, der hat ihm ein paar Zähne rausgetreten mit diesem Ding, Mann. Was eine Bombe. Zhang Jinhu gegen Sing Tong Noi. Ja, ich hoffe, die Jungs lesen niemals oder sehen dieses Video niemals, weil dann kriege ich wahrscheinlich auch so einen Tritt in die Fresse, wenn die lesen, wenn die hören, wie ich ihren Namen vergewaltige. Boom. Boom. Rongkyat Kyat Prapat gegen Yenarong Tor Taksin. Ah, lecker. Schön mit dem Flying Knee rein. Puff. Wang Tengyue, Valentin, irgendwas. Das war jetzt ein bisschen seltsam. Hat er ihn an der Leber getroffen mit dem Knie oder was war das? Ah, ja, genau. Schaut euch direkt mal das Gesicht an. Er hat die Leber durchgezogen und schaut euch direkt die Reaktion an. Erstens geht die Hand runter, versucht die Leber zu schützen, weil die Schmerzen da sind und der Gesichtsausdruck. Spuckt er jetzt auch noch Blut oder was? Oh, was für ein Counter! Was für ein Comeback! Was für ein Comeback! Alter, was für ein Comeback war das gerade? Das ist echt das Letzte, was ich gerade erwartet habe. Ich dachte, der würde ihn jetzt eiskalt ausnocken und dann dreht er sich selber um auf einmal mit dem Spinning Elbow. Was für ein Kämpfer, der Typ! Boom! Oh, shit! Bats! Krass, das muss mit eine der heftigsten Aktionen sein, die ich hier gesehen habe. Jetzt mal kein Spaß. Stellt euch mal vor, ihr habt eine Wette platziert auf den Fighter. Ihr seid kurz davor, Cash zu gewinnen. Und dann kommt er auf einmal und gibt euch diesen Elbow. Und der Typ hat auch echt versucht aufzustehen. Aber da merkt man so, er kommt gerade nur noch bis hierhin hoch. Und dann geht's nicht mehr. Kranke Aktion. Kazbek Kabulov gegen Singdam. Wow. Heftig. Komplett aus der Rotation. Einfach mit der Hacke reingeballert. Und jetzt kommt der Nummer 1 Knockout. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Die Knockouts davor waren schon wirklich jetzt krass. Besonders der Vorletzte, der auf Nummer 3 ist. Absoluter Favorit von mir aktuell auf dieser Liste. Mal sehen, was der Erste macht. Chalavan gegen Rambong. Ah, den Clip kenne ich. Den Clip kenne ich. Der Knockout ist heftig. Aber ich finde, der andere mit dem Ellbogen war auf jeden Fall heftiger. Was ich aber teilweise so richtig krass finde, ist die Jungs, ne, schau mal. Die nehmen diese Schläge und dann stehen die weiter da und dann mal, komm, weiter hier. So original wie aus dem Kickboxer-Film. Jean-Claude Van Damme gegen Tong Po, ne? Tong Po kriegt einen Kick nach dem anderen und steht da so, wah, und marschiert weiter, ne? Das ist das so, was ich an den Muay Thai-Jungs auch so hardcore feier. Man sieht die von klein auf schon, wie die einfach irgendwie in der Seitenstraße stehen und sich gegenseitig Kicks geben und das alles so annehmen und dann so, ja, komm, mach weiter. Die sind so hart, ne? Aber dann natürlich, wenn da so ein Frontkick direkt erstmal durch die Zähne kommt und bei dir aus dem Gehirn hinten wieder rausschießt, dann ist es halt natürlich schwierig, da ein bisschen stehen zu bleiben.
Hier nochmal, bam. Allein der Ellbogen, der hätte wahrscheinlich schon viele Leute schlafen geschickt. Der Körpertreffer war auch hart. Und dann, puh. Und weg. Feierabend. So, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, die Knockouts haben euch gefallen. Morgen kommt ein Video zu Israel Adesanya und Marvin Vettori und zu UFC 263. Checkt das Ganze also auf jeden Fall ab, wenn ihr Bock drauf habt. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, Freunde, bleibt alle gesund. Passt alle auf euch auf. Und ciao, ciao.